Jenny, komm mal ein Stück zurück, bitte. Bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Hund, 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 Hund. Okay, hab ihn. Das wird schon. Raketenwerfer rausholen? Ich hab schon, ich hab schon. Ja, die ganze unfertigen Service-Games, die AAA-Team sein sollen, etwas schade. Ja, dieses Spiel erinnert mich wieder sehr an Sachen wie DayZ, auch wenn es keine Zombies sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, 200, 200 direkt neben mir. Bleib doch mal stehen, Drecksack, dann kann ich dich auch erschießen. Ach, ich bin wieder auf Dings. Ja, also da hat es mich auch ziemlich dran. Ich bin froh schon über Subnautica. Das ist ein schönes Survival-Spiel. Ja, Subnautica sah echt sau interessant aus. Habe ich aber irgendwie noch nicht so die Motivation für. Weil ich weiß nicht, hat das mittlerweile Multiplayer? Ich kenne das immer nur alleine. Und ich wollte halt mal was mit Janie ein bisschen zusammenspielen kann. Durchsuchst du die? Ich behalte die Großen im Auge. Alter. Alter. 1, 2, 3, 4. Komm rüber. 5. Ich sehe 5 Große. Was? Ja. Also wir brauchen definitiv gleich die Panzerfaust, glaube ich. Das könnte sonst leicht eskalieren, würde ich mal behaupten. Panzerbrechend. Ich muss die erstmal, worauf lege ich mir die denn? Was nehme ich denn stattdessen? Ne, Subnautica sieht auch echt cool aus. Es hat noch einige Bugs. Und später alleine nicht mehr so gut wird er, aber ansonsten top Spiel. Ah, okay. Ja, wie gesagt, es ist halt ein Koop-Spiel, ne? Es ist nicht. Ich denke mal, es ist einfach dafür nicht gemacht, als alleine zu spielen. So wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal das böse Wort, Fallout 76. Das ist auch nicht dafür gedacht, alleine es zu spielen. Es funktioniert irgendwie. Also ich habe auch Leute gesehen, die kommen alleine auf Level so gefühlt 500 oder so. Aber dafür ist es einfach nicht gedacht. Ne? Ja, aber wie gesagt, also man hat schon gemerkt, da ist noch Motivation dahinter. Da kommt noch einiges. Ich habe letztens halt noch einen Post gesehen, dass auf jeden Fall noch hier hinten die neuen eventuell die Inseln noch dazukommen oder wenn sie nicht jetzt sogar schon komplett mit drin sind, da soll noch auf jeden Fall Content nachkommen. Hier oben ist ja auch noch Platz. Da führt ja auch eine Straße lang. Also das machen sie als, ich glaube sogar als Free-Content, nicht mal als DLC, was man bezahlen muss. Ich glaube als Free-Content, hatte ich gelesen. Und dass da auch natürlich neue Waffen, neue Gegner, neue Orte, das soll alles noch dazukommen. Boah, Alter, die sind aber, die sehen aber im Gegensatz zu den kleinen Hundchen, die wir die ganze Zeit bekämpfen, sehen die echt übel aus, muss ich dir leider sagen. Ich weiß nicht, ob wir die nicht lieber aus dem Hinterhalt irgendwo. Okay, dann. Scheiße, die kommen. Jo, scheiße, die kommen. Warte, 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 warte. Also ich habe auch den Dings im Anschlag, ne? Dem Raketenwerfer? Mhm. Soll ich? Nee, 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 nee. Oh! Ich sag noch, nee, 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 nee. Sauberer Treffer. Also nix. Warte, muss nachladen. Ich muss auch mal fragen, wie viele Freunde Interesse haben an Generation Zero. Dann mal schauen. Ja. Oh, da kommt er. Er wollte sich anschleichen, wa? Halt. Ja. Lade. Ich glaube, die Sensoren von denen sind kaputt, oder? Okay, meine Raketenwerfer ist leer. Nein! Warte, lade. Du bist down? Okay. Ja. Ich hab den Baum hinter ihm getroffen. Sagst du, ich hab dich gesprengt oder was? Nein, ich hab den selber gesprengt.
Nein, hast du nicht. Doch, was? Ich habe auch drauf geschossen. Ich glaube, wir haben ja wieder zusammen drauf geschossen. Nun hätten sie es nicht als Fallout verkauft, sondern unter einem eigenen Titel wäre es besser gelaufen. So gingen die Erwartungen in die falsche Richtung. Ja, das ist leider wirklich... Oh shit, wie viel kommen denn da noch? Zwei, ich wollte da nicht reden, schießen. Lade. Oh, rechts, 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 rechts. Hinter uns. Ich weiß, ich schieße ja schon. Na, nicht auf. Komm, hier nicht sterben. Aufstehen, weiter schießen. Nicht sterben, aufstehen, weiterschießen. Danke! Bitte! Woo! Yeah, mega! Alter. So mag ich das. So. Erstmal heilen. Heilen ist gut. Ja. Heilen. Okay, und meine Panzerfaust ist auch leer. Eventuell hätten wir uns die aufheben sollen für die größere. Ach, wir finden mal neues Zeug. Ja. Weil die Panzerfaust-Munition hatten wir ja vorhin nur gefunden, glaube ich. Ja. Boah, Alter. Nein. Oh Gott, ey. Boah. Was denn? So, erstmal Munition reinschubsen, da wieder in das Schätzelein. Oh, ey. Uff. Irgendwie ist das schon ein bisschen krank. Nö, geht. Hat er hier noch? Ah, eine Brennstoffzelle. Nee, die brauche ich nicht. Kinderkram! Kann ich jetzt da durchsuchen? Danke. Allerdings haben die einen Haufen Sturmgewehrmunition, ne? Boah, das waren aber jetzt mehr als fünf, ne? Ich glaube, das waren mehr als fünf. Nur ein bisschen. Wie die Robos springen können? Ich warte irgendwie auf andere Robotiere. Ja. Deswegen, die hier haben ja nicht nur... diese Gewehr an der Seite, die haben auch auf einer Seite eine Klinge als Arm. Und damit springen die halt auf dich zu und versuchen dich damit so ein bisschen zu erdolchen. Ich habe da schon wieder irgendwo eine Markierung gehabt gerade. Ich weiß nur noch nicht ganz wo. Sie sind erstmal gelootet. Also. Ja, wollte ich gerade sagen. Erstmal durchforsten hier. Ja, die haben alle Sturmgewehrmunition. Robo-Heuhüpfer. Ja, aber ehrlich. Aber übel. Übel. Und das war jetzt im Endeffekt, das sind die kleinen davon. Die gibt es ja auch noch in Military, also in grün. Und dann in noch einer Farbe. Die habe ich noch nicht gesehen. Also die grünen sind schon heftig. Und da haben wir die Raketenwerfer-Munition her gehabt, die meiste. Hier vorne ist irgendwo noch was. Ach, da ist eine Drohne. Daneben geschossen. Nein, 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 nein. Warum treffe ich den denn nicht? Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, mir geht halt Schrotflintenmunition aus. Das ist viel schlimmer. Was geht dir aus? Schrotflintenmunition geht mir bald aus. Ich habe nur noch 42 Schuss. Kommt hier. Noch so eine Heulboje? Aber wenigstens habe ich ein Level gekriegt. Glaube ich zumindest. Yeah. Ich war so aufgeregt. Ja, ich habe ein Level auf jeden Fall gekriegt, weil ich möchte ja jetzt hier auf die Tragekapazität gehen. Laufen. Danach geht Lauftempo und dann geht Tragekapazität. Also da vorne ist noch irgendwo was und du bist bei mir immer noch mit Totenkopf. Ja, ja, du bei mir auch. Mhm. Da lasst man uns gar nicht von beirren. Nö. Saltholmstrungen. Okay. Hier ist auch noch ein Bunker. Hör's. Ich glaube, es ist eine Zecke. Huch. Nee. Ich will da rein. Hier kann man nicht rein. Wie langweilig. So doch. Huch, Alter. Schreck mich mal. Hab sie. Will ich noch ein Gewehr?
grünes Sturmgewehr. Du hast ein graues nur, ne? Oder hast du auch ein grünes? Was? Ewig Inventar voll. Was ist denn das? Ist das das, was ich hab? Was, ein volles Inventar? Ja, scheint so. Ja. Oh, hier liegt noch eins. Ist das Inventar voll? Ich hab doch gerade eben... Ach so, sag da. Ich doch, ist Inventar voll. Ja. I understand this. Wir finden jetzt wahrscheinlich erstmal sowieso keinen Raketenwerfer mehr. Nehme ich den schmissigen Hab ich aber auch. Hier einmal die Moon. Einmal zusammenhakeln. Das ist auch noch so ein bisschen bescheuert. Wie gesagt, also das könnten sie auch gerne mal rausfixen. Bitte. Ist das ein besseres Gewehr? Nee, das ist auch nur grün. Wird ja klappen können. Was liegt hier noch? Nix. Buckshot, sehr gut. Die brauche ich unbedingt. Das brauche ich auch unbedingt. Ja, welche? Du brauchst Schrotmunition, ne? Diese. Nimmst du Birdshot oder Buckshot? Ja, Alter! Das machen wir super! Standard erste Hilfe Sets. Wie viele habe ich jetzt schon? Oh, die stacken sich dann. Okay, 10 sollten reichen. Hier ist ein Brief. Ja. Wolltest du den lesen? Ja. Erstmal durchsuchen. Erste Hilfe Set. So, ich tausche mal wieder. Kleinen Moment. So. So. Oh. Moment. Hier noch? Genau. Komisch. Man findet tote Soldaten, aber keine Zivilisten. Ich schreibe besser nicht, was ich mir gerade ausmale. Was passiert? Was passiert ist? Oh. Ja. So. Dann lesen wir mal einen Brief. Corporal Swobodas Brief an seine Eltern. Oh, tolles Wetter, schön. Unerträgliche Leichtigkeit. Ah, das war das Ding hier. Unerträgliche Leichtigkeit da. Missionsgegenstände, gucken wir mal. Corporal Paul Swoboda. Eckwagen 21, Österwig. Familie Swoboda. Österwigs Wagen 14. In Klinte. Mutter, Vater, wer weiß, ob ich jemals nach Hause kommen werde. Aber ich hoffe, dass jemand dies findet und dafür sorgt, dass ihr es erhaltet. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir bis zum nächsten Angriff haben. Ihr habt immer gesagt, es wäre eine Frage der Zeit, bis die Russen in Schweden einmarschieren würden. Es tut mir leid, dass ich euch nie geglaubt habe. Aha, die bösen Russen wieder. Klischee! Ich verstehe es jetzt. Ich verstehe, wie ihr euch damals gefühlt haben müsstet, als die Panzer in Prag eintrafen. Hoffnungslos, voller Angst, dass ihr jederzeit sterben könntet. Hochfahrend bei jedem Geräusch, das ihr in der Ferne hört. Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir ein neues Zuhause gegeben habt. Pavel. Okay. Russen-Robus? Ja, so wie es aussieht, ja. Ah, Klischee. Map. Moment. Erste Hilfe-Set. Ja, dann nehmen wir noch eins. Ja, weiß ich doch. Noch ein Erste Hilfe-Set. Jo. Die haben alle irgendwie nur. Wenn sie überhaupt was dabei haben, Erste Hilfe-Sets. Was ja kein Wunder, dass die Matsch sind, ey. Bei der Menge an Viechern, die hier waren. Und die hatten keinen Raketenwerfer. Ich glaube, ohne hätten wir jetzt auch ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt. Hier ist doch Schrot drinne. In dem Rucksack. Ja, aber nur Vogeltüdelü. Ach so, und du hast die ganze Zeit die normale Backshot. Nimm doch die Palette Bier. Ja, sicher. Ach so. Das weiß ich doch nicht, dass du auch nur mit Backshot schießt. Ich nehme mich auch. Tauschen wir mal wieder. Hatte ich da jetzt auch... Warte mal. Nee, nicht ganz. Aber ich glaube, die Reservemunition fürs Sturmgewehr ist schon echt wichtig. Ansonsten könnte es eventuell knapp hier... Ach du Scheiße. Okay. Hier unten ist noch mehr vom Camp. Aber keine Kisten oder so, okay. Nee. Aber komisch, hier ist doch... Weil hier ist wieder so ein Bunker. Hm. Da würde mich ja interessieren, wozu der gehört. Kommt man auf der anderen Seite vielleicht irgendwo in einen Bunker rein? Nee. Nein, ich bin jetzt einmal rumgelaufen. Hier sind nur die Schießscharten. Okay. Ja, hier auch, ne? Ein großes Betonfundament. Jo, alles klar. Ja, hätte ja klappen können. Na, und da sieht man zum Beispiel auch, was? Die Taschenlampe, die man da findet. Diesen riesen Akku und der Gammelbirne. Zum Glück leben wir in Zeiten von LEDs, wobei diese Lampen ruhig etwas größer sein könnten. Die findet dann nicht mehr, wenn man sie braucht. Ja,
Gut, aber in den 80ern gab es halt nur noch mal. Richtig, noch mal das nicht Spiel, ich wollte gerade sagen, das ist halt in den 80ern, ne? Klar, Russen-Robos und keine LEDs. Hm. Vielleicht waren die... Ah, Kommandobunker Skarven. Okay. Jetzt hat das mir angezeigt. Ja, mir jetzt auch. Und das ist der Bunker, den wir suchen. Aber wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Ich kann mir vorstellen, dass der da vorne ist. Weil irgendwo, wir hatten das ja vorhin in der Audio, dass irgendwo dieser geheime oder gerade kürzlich aufgegebene Bunker Skarven sein soll. Und jetzt hat er es mir gerade angezeigt. Skarven? Die humanoiden Ratten aus Warhammer? Geht da nicht rein? Okay, ich bin jetzt zwar ein totaler Unwissender, was Warhammer angeht, aber okay. Humanoide Ratten, das ist schon mal... So hässlich ja. Oder im Sinne von Meister Splinter aus den Turtles? Humanoide Ratten. Ja auch. Hallöchen, neues Game, wenige Streams. Was genau ist das Ziel von dem Spiel? Hey erstmal, schönen Hallo. Guten Abend, Momark. Ja, Ziel von dem Spiel ist erstmal hier herauszufinden, was hier auf dieser Rieseninsel passiert ist und warum man keine, ja, lebendigen Leute findet. Hier sind überall nur tote Militärs verteilt und hier laufen riesige fette Roboter rum, die versuchen uns ans Leder zu gehen. Man findet also so langsam durch die Story heraus, was ist denn hier passiert und wo sind die Leute hin? Und wir sind jetzt schon mal so weit, wenn man dich so ein bisschen spoilern darf. Ich warte mal noch einen Moment. Okay, warum sagt der Kommandobunker Skarven? Da, gefunden. Gut, siehst du, ich musste nur sagen, wir sind blöd, dann klappt das. Na, blöd. Sorry. Ja, wir haben tatsächlich Ratten-Ninjas, aber auch Pestbeschwörer fressen sich gegenseitig auf und durch den unendlichen Humor. Jo, nett sind die nicht. Okay, das klingt jetzt nicht so freundlich. Hallo, danke schon mal für die kurze und schnelle Erklärung. Ja, gerne doch. Also man kann es natürlich auch vorher... Du schiebst mich die Treppen runter, ey. Ja, ich dachte, du wolltest nicht alleine laufen. Ich wollte dir ein bisschen helfen. Guck mal, hier ist zum Beispiel schon wieder abgesperrt. Eisenbahn. Oh. Oh? Gasmaskus? Oh. Hier liegt nämlich auch eine schwarze Gasmaske. Ja, so viel Erste Hilfe ist, jetzt können wir da gar nicht reinpumpen, ey. Wer weiß. Aber wir müssen gucken. Wir da vielleicht... Guck erstmal, hier sind noch Rucksäcke. Ja. Hier ist noch eine Gasmaske. Da ist bestimmt der Dings drunten, ey, der Generator. Boah, das ist aber mehr als Assi. Oh Gott. Ja, ich komm schon. Lass uns das töten. Ja, super. Großartig. Okay, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Dann muss ich Stiftgas rennen. Wohl Schalter finden, bekomme Notgeneratoren der Luft, explodiert nicht das Gas? Jo, das ist eine gute Frage. Momark, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen nochmal. Ja, du kannst gerne oben bleiben. Wir lassen den Herrn Bert vorlaufen. Ja, sicher. Ich werde jetzt sterben heute. Vor allem. Ja, also ich denke mal auch. Ja, ob das. Na, obwohl explodiert nicht das Gas. Er kommt immer auf die Gaszusammensetzung an, ne? Ah, ich wollte gerade sagen. Ich, noch fun. Ja, danke, Janie. Danke. Du bist mir echt eine Hilfe. Das ist super. Ich wollte jetzt mitmachen, aber wenn du dich so anstellst. Gasmaske grau, die ist nicht grau, die ist lila und sieht aus wie aus dem SM-Store. Meine ist grün. So wird Tausch. Ich habe lauter Schwarze mal gefunden und man sieht damit nichts. Vier. Okay. Ich wollte gerade sagen, vier, wir nehmen das mal in die Hand. Gas, ja, Bunker, Skarven. Gleich rennt ein Postbeschwörer. Vor allem hier sind bestimmt auch noch diese blöden Zecken drin. Das geht. Oh, hier sind lauter tote Roboter. Vielleicht geht dann auch die Absauganlage an, sobald wir den Generatorstrom wieder anschalten. Wenn ich den Knopf finde. Hier, Janie. Ah. Wird abgesaugt? Ey, erste Hilfe-Set. Noch das richtige Ding drücken würde, ne? Hast du dich nicht geheilt oder was? Nein, ich hab falsch gedrückt, ich dumme Nuss. Ohne Frittenexpress, ey, echt, ey.
Okay. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Hallo? Hallo? Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Waffenkoffer versteckt. Kannst du mir doch erzählen, was das ist? Das ist mir egal, ich gehe jetzt. Ja, geh doch. Geh doch. Nee, aber hier ist nichts. Hier ist nur der doofe Rucksack und lauter Maschinen. Ja, ja, ich heile mich ja schon. Okay. Tada! Wollen wir die Tür hier oben gleich aufmachen? Wir nehmen erstmal die Gasmaske ab, bevor sie kaputt geht oder so. Hier drüben, hier drüben. Eingangsbereich gleich. Ja, 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 so. So nebenbei mal muss ich mich nochmal bei allen Zuschauern gerade herzlich bedanken. Ich finde das total geil. Wir haben, so lächerlich das jetzt auch vielleicht für einige von euch klingen mag, hier gerade eben die höchste Zuschauerzahl ever, glaube ich. So über den Tag verteilt. Ist schon echt geil. Liebe Kinder, Multibin hilft nicht gegen eine Gasvergiftung. Das ist nur ein Spiel. Obwohl, war das nicht im Ersten Weltkrieg so, dass die sich in Lappen gepinkelt haben und sich das vors Gesicht gehalten hat, weil das Giftgas irgendwie abgehalten hat? Wikipedia ist mal. Ich glaube, das war so. Ich habe die Tür jetzt aufgemacht. Oh, okay, hier geht's runter. Lol. Ja, war das nicht so? Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Ich dachte, sowas mal gehört zu haben. Hm. Links oder rechts? Rechts. Ich habe immer einen Rechtsball. Okay. Hm. Oh, es ist dunkel. Außer in der Kantine, wo die Cantina-Band sitzt und 50 Mal den gleichen Song nochmal spielt. Ja, weil da war letztens doch eine Waffenkiste. Hier hinten war eine Waffenkiste, ja. Ne, ist sie aber diesmal nicht. Vielleicht ist sie woanders. Der Koch war besser, der braucht keine Dinge. Ja, genau, der hat besser gekocht, der brauchte keine Flinte zur Selbstverteidigung. Obwohl, ich weiß nicht, peinliche Mama, wie sieht's bei dir aus? Ist sie denn überhaupt schon wieder da? Hier ist aber eine grüne Kiste, Janie. Hier ist auch wieder Bird Buckshot für mich drinne. Hallo, zieh das da nach unten. Ach komm, austauschen. So, geht schneller. Wie gesagt, also das finde ich immer noch total bescheuert, aber man gewöhnt sich irgendwann dran. Hauptproblem im ersten WK war einfach, dass keiner bzw. wenige damit gerechnet haben, dass das Gas in so einer Menge eingesetzt wird. Ach so. Ja, wie gesagt, ich bin ja einer von den armen Schweinen, der in der Schule dieses Thema nie hatte. Also ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht damit aus, außer ich habe es mal irgendwo durch Zufall bei Wikipedia gelesen. Oh, hier ist noch eine Munitionskiste. Oh, hier ist Buckshot für mich drin. Oh, ich dachte, das wäre ein fetter Gewehrkoffer. Nein, natürlich nicht. Herr Bert findet keinen Gewehrkoffer. Nur die Janie mal tolle Gewehrkoffer. Mit coolen Sachen drin. Und bei mir sind immer nur Scheiß. Make-up, Stern. Ja, genau. Anzughose, dunkelblau. Ich hab dir das tolle Zeug ja schon abgegeben. Jetzt ungefähr 12 Posten dahin. So hin. Ich habe auch nur noch 34 Schuss in der Flinte, ne? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Im ersten WK hat sich jeder eine Maske mit. Im zweiten war es dann Standard. Ah ja, okay. Sieht aber auch spannend aus hier. Vor allem hier hinten die offene Tür. Hallo? Oh nee, erst mal hier vorne durchgehen. Munition auf dem Klo. Haben wir doch jetzt schon öfter gehabt. Oh, ein Teilmantel, ja. Cool. Hier was drin? Ja, hier ist auch nochmal eine Munition. Teilmantel. Die scheiß Birdcage-Munition, ey. Yeah. Oh. Nochmal Munition. Oh, wieder diese blöde Schrotze-Munition, ey. Also klar, das ist dann was für Leute, wo wirklich krass Nahkampf gehen. Weil die streut so herbe und macht weniger Schaden als die Buckshot. Aber ich habe da jetzt locker schon 45 Schuss alleine gefunden. Hier. Oh, große grüne Kiste. Militärhelm, hellgrün. Erste-Hilfe-Sets. Und eine Taschenlampe. Bringt das eigentlich was, wenn man mehr Taschenlampen hat? Nee, ne? Das Licht heller? Ja, genau. Dann läufst du rum wie so eine Flutlichtbeleuchtung. Ein Stadion. Disco.
Nutzten Giftgas? Waren das die Roboter oder die Soldaten, die den Bunker schützen wollten? Der Bunker ist völlig leer. Ja, die Bunker sind alle völlig leer. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Oder hattest du die einfach zugemacht? Ich hätte die zugemacht, weil ich sonst nicht vorbeikam, weil Tür gegen Tür war. Ja, habe ich gesehen. Da hast du dich nicht durchzwingen können? Oh, was ist hier denn? Hier nein, so da konnte die Mutti nicht durch. Grüne Kiste. Militärmütze grau, die habe ich glaube ich noch nicht. Obwohl ich nicht weiß, also mit dem Giftgas. Ansonsten, ich weiß nicht, das Giftgas muss ja den Maschinen auch irgendwie was machen, ne? Klar, die haben keine Lunge und so, aber vielleicht geht das an die Schaltkreise? Ich weiß das nicht. Die lagen ja da unten tot, ne? Ansonsten könnte ich mir das nicht erklären, dass hier in dem ganzen Bunker keine Maschinen drin sind und da unten lauter tote Soldaten liegen und tote Maschinen. Also das ist, klar, könnte auch nur Dekorationszweck sein, so nach dem Motto, ach, schwer im Kampf gestorben, toll, wieder gar nichts drin. Waren wir hier schon? Nee, ne? Munitionskiste? Also mit dieser Scheiß, mit dem Vogelschrot kann ich die ja totschmeißen, ne? Ich glaube, wenn ich noch dreimal in die gleiche Kiste gehe, wird es nicht mehr. Warum ist hier denn eigentlich kein... irgendwas Besseres dran. Kein fucking Lichtschalter. Ich werde hier gerade bekloppt. Oh, hier ist auch überhaupt keine Beleuchtung. Wer hat denn so eine Scheiße entworfen? Und vor allem tote Soldaten ohne Waffen. Wie haben sie die Menschen kaputt gemacht? Oder hat man die Waffen weggenommen? Das kann sein, dass vielleicht schon vor uns die Zivilisten hier drin waren und danach die Soldaten kamen. Man weiß es nicht. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Hier waren wir schon drin, ne? Oder? Und fang du jetzt auch noch so an. Ja. Hm. Einfach zurückgehen. Hier unten waren wir noch nicht. Hier ist noch ein Generatorraum. Hier ist auch wieder eine grüne Kiste. Schon wieder dieser Fuck-Vogelschrot. Nee. Nee. Guten Tag. Nee, ist hier nicht. Gibt's hier überhaupt noch irgendwas, was wir machen müssen? So mal logtechnisch gefragt. Keine Ahnung. Weiß ich, laufe immer hinterher. Die Maschinen waren vor dir hier. Suche nach zurückgelassenen Gegenständen. Okay. Suche nach zurückgelassenen Gegenständen. Ja, dann suchen wir mal. Such, hast du? Such? Ich hoffe, ja, das hat mich auch schon die ganze Zeit irritiert, dass die keine Waffen tragen, die Soldaten. Hier waren wir noch nicht drin, hier unten. Hier in dem Gang. Bin eine Treppe hochgegangen? Ja. Hier ist noch eine grüne Kiste. Schon wieder. Boah. Super Baukastenprinzip. Man erkennt ja gar nicht, dass die Räume und Häuser nicht sich sehr schnell wiederholen. Ja, ich wollte gerade sagen, aber das ist halt ein Bunker, ne? Bunker 80er Jahre, da sahen, glaube ich, die Bauten alle irgendwie ähnlich aus. Der Griff, das IKEA-System. Ja, das ist der Schweden. Oh, hier ist auch ganz viel grüne Kisten. Was ist nun? Schon wieder Vogelschrot. Das Spiel mobbt mich. Ich möchte gerne diese Räume markieren, für den welchen ich drin war. Winkel doch in die Ecke. Entschuldigung. Wo bist du? Ich bin immer noch hier unten. Herr Bär. Ja, aber wie gesagt, ne, es gibt Baukastenprinzip bei Spielen, die 35 Euro kosten. Es gibt Baukastenprinzip bei Spielen, die 70 Euro kosten. Also finde ich das hier jetzt gerade eher das geringere Übel. Dafür ist ja draußen wesentlich schöner. Da war schon wieder ein leerer Beutel. Ich kotze gleich. Warum komme ich hier in diesen scheiß Rucksack nicht? Geht nicht. Da hinten ist eine grüne Kiste, ne? Da bist du! Du bist doch gerade eben... Sag mal! Ich hab dich nicht gesehen! Guckst du auf den falschen Monitor oder was? Ich habe nur einen. Nein, ich mobb mich nicht. Ah, ich mobb dich doch nicht. Kuckuck! Oh. Die Funzel wieder an hier, dann sieht man ja gar nichts. Also trotzdem, wie gesagt, also Vogelschrot? Welcher Unmensch vorher hat mit Vögeln auf Roboter? Das ist auch geil. Oh, hier an der Munitionskiste fast vorbeigelaufen. Leer. Das Spiel muss kaputt sein. Finde nichts. Jetzt mal erstmal hier wieder den Scheiß zu. Hier ist noch eine Tür angelehnt. Oh, habe ich. Oh, toll. Super. Die wichtigste Tür am Ende des Gangs. Der Pott. Map. Hey, Buzzy. Schönen guten Abend. Na du, hi. Wie ist es? So, hier waren wir schon. Hier waren wir.
Hier waren wir jetzt auch ganz durch. Da war der Generatorraum, der zweite. Im zweiten Generatorraum? Da muss das ja noch ein größerer Komplex werden. So, warte mal. Hier waren wir auch schon drin. Hier waren wir auch schon. Dann müssen wir hier hin. Guck mal, genau. Hier sind wir wieder an dem Weg rechts, links. Oh wow, wären wir doch einfach links gegangen. Keine grüne Kiste. Hier ist eine Munitionskiste. Hier ist ein Rucksack. Boah, ey. Wie sieht's denn aus mit Feuerwerkskörpern? 5, 5. Okay. Na, komm. Runter da mit dir.